Und dann kam Hans Mathöfer aus Amerika zurück und mit vielen Ideen, was man so ändern muss. Und der sagte, lass uns doch gemeinsam die Bildungsabteilung der IG Metall aufbauen. Die Bildungsabteilung bestand aus drei Personen, die Sekretärin, einer, der die Tonbildschauen, die damals sehr modern waren, und Mathilfer. Und da bin ich als Volontär aufgenommen worden in die IG Metall mit einer gewaltigen Steigerung meines Gehalts auf 650 D-Mark. Und habe dann mit Hans Mathilfer überlegt, also wenn ich dann jetzt Examen mache, was ich tun könnte. Und da sagt er, ich glaube, das Beste ist zunächst einmal als Lehrer an einer Gewerkschaftsschule. Und wir gingen dann zu Alois Wörle, dem zweiten Vorsitzenden der IG Metall, der zuständig war für die Bildungsinstitutionen. Und Hans Mathöfer sagte dann, also Alois hier ist ein begabter junger Mann, der möchte der studiert Soziologie, wird auch bald das Examen machen. Und würde ganz gerne Lehrer werden. Und das war so ein Augenblick Stille. Und dann sagte Alois Wörle, aber Hans, ich glaube, in unserer Gewerkschaft brauchen wir keine Soziologen. Und wir gingen raus. Ich war natürlich sehr, sehr betroffen. Und Hans Mathilfer sagt, pass auf, wir gehen zu Otto Brenner, da wird das anders. Also, nee, sage ich, das mache ich nicht. Das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ja, und 4 Wochen später kam Habermas auf mich zu und sagt, wollen Sie nicht Assistent bei mir werden? Der kannte mich überhaupt nicht. Er hat nur durch ein Marx-Referat, das ich bei Adorno gehalten habe und das sich über 3 Sitzungen hinzog, das er auch vorher gelesen und korrigiert hatte, kannte er mich ein bisschen. Glück. Haben Sie aber nicht zu Habermas noch gesagt, ich warte noch auf eine Entscheidung? Ja, nein, ich kann nicht gleich mich entscheiden. Ich brauche 4 Wochen Bedenkzeit. Und als er die Tür hinter sich ließ, dachte ich, ja, du hast den Fehler deines Lebens gemacht, der kommt nicht wieder, aber er kam wieder.